Ja, und hallo schon, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy Eti. Mein Name ist Fox und ja, wie ihr gerade seht, ich spiele den zweiten Teil von dieses Spielchen hier. Wie ihr jetzt zu Schluss gesehen habt, ich muss mir ein Sofa holen. Wollen wir dieses mal erledigen? Ihr wisst noch Bescheid, ich habe hier die Wohnung aufgeräumt und sowas alles. Ich tausche denn jetzt einfach mal das Sofa aus, muss hier aber ein kleines Minispiel spielen. Falls ihr das erste Video gesehen habt, ihr könnt euch ja daran erinnern, wie das andere Video war. Ja. So, ich gehe mal von aus, das heißt Zoo und das heißt dann Zoom. Und das ist dann um. So, das war mal ganz schnell ein Stern geschafft. Die Sterne brauche ich, um halt die Aufgaben zu erledigen, die ich brauche. Kleines Wörtchenspiel, wo man halt die Worte erraten muss. Nochmal so zur Information und ja, machen wir doch glatt mal hier neues Sofa. Ja, so ein kleines Ex-Sofa, wo man sich besser hinlegen kann. Das passt doch ideal dazu, oder? Das haben wir doch einfach mal hier hin und so. Diese Sofafarbe wirklich zum neuen Fußboden und der neue Wandgestaltung. So langsam fühle ich mich hier so richtig wohl. Das ist doch schön, wenn dieses Wohl. Ich werde wunderbar auf dem Sofa schlafen können. Das hört sich doch very nice an. So was angenehm weich und bequem. So, ich glaube, sie kann diese Nacht damit besser schlafen. Nun, da es mir jetzt gehört, kann ich mich auf der Suche nach einem Geheimnis dieses Hauses machen. Oha, was soll dieses Teil denn jetzt? Zeit zu schlafen. Ich hoffe, es gibt keine gruseligen Geräusche in der Nacht. Davon kannst du ausgehen, dass du was nicht machst. Mein Großvater wurde an einen guten Geist abgegeben, stimmt's? So. Dembel, leg dich dahin, hol dir den Macker vom ersten Folge zurück und dann entspann dich. Aber anscheinend startet den neuen Tag. Ich muss den neuen Tag starten, indem ich ein kleines Minispielchen spiele. Mal gucken, ob ich die Wörter herausfinden kann. Das wäre schon mal ganz nett. Ich muss einmal ganz kurz diese Werbung ansehen, aber die ist schnell erledigt, lässt sich also noch bequem machen. Werbung in diesem Spiel entfernen, das kostet mir 2 Euro. Nein, das will ich im Moment nicht. Ich nehme mal den Lauf, das passt. Hier habe ich 3 Euro. Dann nehme ich faul und auf. So, das waren so die Wörter. Das ist gar nicht im Moment so schwer zu erraten, alles. Das ja auch Deutsch ist. Und los, den neuen Tag starten. Ich habe sogar ein bisschen Kohle da oben, 131. Ja, und da schläft sie. Und schon macht das sehr schön. Jetzt ist sie aufgestanden und hibi, Freude, Freude, Eierkuchen. So, sie ist frisch in den Tag aufgestanden und Kanada, was für ein wunderbarer Morgen und großartiges Wetter. Trotzdem, das neue Sofa fühlt sich etwas steif. Im Bett wäre natürlich, lasst uns unseren Tag mit unseren Betrachtungen in Veranda beginnen und ja, dann gehen wir doch mal raus in der Veranda. Altes Laub und kaputte Bretter überall. Wieso, du bist doch noch gar nicht da jetzt. Das Geländer ist kaputt, also ja, dann geh doch dahin. Ich werde jetzt diesen ganzen Text immer in die repariere den Geländer in der Veranda, putze die Veranda. Wir reparieren erstmal die Veranda. Um das da ein bisschen Gange zu kriegen. So. Ich nehme mal frei. Den nehme ich das. Na, habe ich mich vertippt? Hallo? Ei. Ne, passt da nicht. Mit E. Denn eben R. Da haben wir das F zurück. Dann ist das reif. So. Zack, ich habe einen Stern. Und weil es gerade so schön war, nehmen wir auch gleich diese zweite Aufgabe noch. Ah ne, kann ich glaube ich gar nicht. Repariere Gelände. So, dann wird das eben erst gemacht und schon nagelt sie. Das ist das schön. So. Das ist schon mal heil gemacht worden. Die Veranda ist heil. Sehr gut. Und nun putzen wir die auch noch.
Dann müssen wir ein kleines Minispielchen wieder spielen. Klar doch. Worthington. Wunde. Einmal die Wunde. Mit W. Wen vielleicht? Oh ja, tatsächlich. Ein N. Und ist denn da? Und du bist denn auch da? Okay, klasse. Habe ich diese Wörter auch geschafft? Weiter, 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 weiter. Dann putzen wir doch die Veranda. Muss das nicht schön sein, keine Arbeit zu haben, alles zu erben, Geld verdienen, einige Zeit später und schon ist alles geputzt. Sie braucht sich keinen Stress zu machen, nur über die Wohnung zu kümmern. Ja, so hat man natürlich auch Beschäftigung. So, natürlich muss das hier auch noch alles, diese wunderschöne Springbrunnen hat schon bessere Tage erlebt. Damals haben volllaufende Menschen aufgrund des Springbrunnen, ja, und sowas, was alles. Da hat man natürlich in Springbrunnen Geld reingeschmissen und was weiß ich, sich Wünsche erfüllt und bla, bla, bla. Also wollen wir das doch da mal ein bisschen in Ordnung bringen, indem wir den Springbrunnen reinigen. Da müssen wir ein kleines Wörtchenspiel spielen, wie gehabt, und starten das dann. Oha. Auch da nehmen wir mal das Du und nehmen wir das Und. So, da sind wir schon mal durch und gehen nochmal auf Weiter und reinigen den Springbrunnen. Das war jetzt ganz easy gehalten. Womit macht ihr das denn? So. Das Mädel ist richtig fleißig, ein fleißiges Bienchen. Und schon glänzt es. Genauso gut gemacht. Ich erinnere mich nicht genau, wo Großvater den Brunnen eingeschaltet hat. Irgendwo wollte er einen Schalter geben. Einen Schalter. Soll ich den suchen oder sucht sie den jetzt? Sie weiß das nicht mehr. Ich weiß noch, dass Großvater sagte, der Brunnen kann man über einen geheimen Schalter irgendwo anschalten. Ja. Wenn mir doch nur den Satz einfallen würde, dann wüsste ich einen Satz. Und so wollen wir den Satz doch mal herausfinden, oder wie? Erforsche den Springbrunnen. Wir erforschen den. Ich spiele wieder mal das Minispiel. Einmal das Ei nicht. Vielleicht die sieht? Auch nicht. Die? Auch nicht. Dies. Es. Des. Auch nicht. Ach so, natürlich Eis. Dann nehmen wir noch die. Auch nicht. Nehmen wir sie. Gut, auch diese Wörter haben wir herausgefunden. Easy cheesy. Wollen wir doch mal gucken. Machen wir den Springporn mal erforschen. Gehen wir von aus da hinten, da ist doch das Ding, ne? Mach sie jetzt nur. Jetzt erinnere ich mich an den Satz, am Springbrunnen meinen steinernden Frosch, lass es fließen, Wasser marsch. Weil man spricht das da rein und dann passt sowas. Was passiert? Gar nichts, oder? Ein steinerner Frosch, sieht aus als, ja. Schön, dass du nachgedacht hast. Ein steinerner Frosch. Wollen wir den schnell nochmal aktivieren, den Springbrunnen? Nehmen wir den Hof. Nehmen wir froh.
Nehmen wir das Ohr. So. Geschäft. Supi. Klasse, das schalten wir doch mal ein. Am Springbrunnen meine Steine am Frosch, lasse im Pflaster wieder Marsch, Marsch. Das war jetzt der Spruch, den sie gesagt hat. Und was passiert? Wasser fließt. Irre. Hurra, es platscht wieder und ein Springbrunnen funktioniert. Großartig. Alles wunderprächtig. Das schaut doch alles super, very nice aus. Wenn ich mich erinnere, sollte die Statue meines Großvaters aussehen. Großvater erhielt von einem Freund zum 50. Geburtstag. Okay, das ist ja alles cool. Aber Großmutter überzeugte ihn, das im Garten aufzustellen. Ja, und so weiter und so fort. Gut, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch weitere Daumen hoch da oder weniger oder mehr. Oder schreibt doch was in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefällt, ob ihr schon weitergekommen seid, ob ihr das überhaupt mal gespielt habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, wir sind nicht fix, sondern die Foxys und Game Over.